Das war ein übler Sturz. Wie geht's dir? Erinnerst du dich an die Mission? Ich glaub schon. Wo bin ich? Du bist in einem Kataklysm, einem schlaffen Sturm, das Herz des Zorns. Du musst ihn in seinem Mittelpunkt beruhigen, indem du den Kenotaph eindämmst. Okay. Dein Anzug ist immer noch kritisch. Schnapp dir ein Reparaturkit, wenn du kannst. Du hast einen ziemlichen Anstieg vor dir, um aufzuschließen. Halleck? Ja? Sie ist auf den Beinen und unterwegs zu euch. Wie sieht es aus bei dir? Voraussichtliche Ankunftszeit? Keine Ahnung. Faye? Nicht mehr weit, nur noch... Oh, nein. Entschuldigung, kann nicht reden. Gleich wieder da. Was ist los? Jetzt hast du wenigstens Teilantrieb. Vom Angriff auf die Stadt. Diese Treibstoffkanister sind übrigens explosiv. Team, Update. Es läuft nicht gut. Viele Tote. Freelancer am Boden. Krypta im Koma. Koma? Weil sie die Hymne gehört haben. Wie geht es dir, Faye? Alles okay? Noch. Aber ich höre sie auch. Was zum... Hey, Miller! Ich habe deinen Titan gefunden! Dieser Kataklysm erschafft sie massenweise. Faye, bist du noch da? Ja. Da sind Freelancer außer Gefecht voraus. Sie senden Notsignale aus. Das sind die von Läufer 2. Ihre Javelins müssen repariert werden. Bring sie in Bewegung. Hey, wie geht es dir? Zerflutschloss. Alles düster. Ich muss wieder raus da.
zum Läufer. Ich hab dich, Freelancer. Wir schaffen es nicht zum Kenotaph. Wir müssen es versuchen. Ich hab mich um alle drei Freelancer gekümmert. Und jetzt? Kämpf dich weiter zu deinem Team vor. Wie lang? Welche Richtung? Ich hab oben auf der Brücke einen Titan. Lass ihn dort. Wir haben hier oben auch einen. Sie sind überall. Ich muss außen herum gehen. Wo lang, Phil? Hey. Vergiss es. Der Titan hier hat gerade die Wand durchbrochen. Jetzt habe ich eine Abkürzung. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Alles klar. Bin unterwegs. Wie nah bin ich denn? Hey, Adair. Geh auf deine Linke. Die Hymne. Sie will mich aufnehmen. Mir zeigen. Hey, reiß dich zusammen. Was hast du für uns? Oh, tut mir leid. Das ganze Team von Läufer 3 ist weg. Miller. Zurück. Wir versuchen, ihn zu verkehren. Team von Läufer 4 ist im Rückzug. Wenn sie durchkommt, die Mission scheint zum Scheitern verurteilt. Wie weit zurück? Verdammt, ich dreh durch. Dann geh aus dem Weg. Ich erledige das. Da halt dich. Wo bleibst du? Ich gebe mein Bestes. Ich schwöre. Das ist alles nicht richtig. Alles ist aus. Komm zurück. Rückzug. Ich kann die Winkel der Schöpfung hören. Hey. Müssen wir zurückfallen? Uns geht es gut. Wir beißen uns durch. Hab ich recht, Team? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Beim Versuch, das Herz des Zorns einzudämmen,
verloren wir mehr als nur Freelancer, Freunde und Kameraden. Wir verloren das Vertrauen der Menschen. Die Freelancer gingen fort, um sich woanders verdient zu machen. Die wenigen, die blieben, kämpften, suchten neue Verbündete. Sie versuchten, Menschen zu helfen, für die Freelancer keine Helden mehr waren. Ich kenne keinen besseren Freelancer als dich. Kein Wunder, kaum wer von uns übrig. Das Willi ist nicht weit weg von hier. Leichter Auftrag bisher. Vielleicht hält dich am Leben. Jeden Monat Sensoren zu überprüfen, würde ich nicht unbedingt leben nennen. Reicht für Sandwiches. Das ist nicht gerade das Motto der Freelancer. Naja, bis die Freelancer wieder auf den Beinen sind, können wir bestens wunderschöne Aussicht genießen. Warum zu fliegen ist sogar noch toller. Jetzt bin ich neidisch, weil ich hier im Forum hocken muss. Sind hier kürzlich Freelancer gewesen? Du bist die Erste seit Monaten. Die Karten für das Gebiet hier sind lückenhaft. Immerhin wollte dich bisher nichts fressen. Nicht wie bei dem Auftrag in Dunkelforst. Im Dschungel findet man immer nützliches Zeug. Sehen heute angriffslustig aus. Solange sie sich auf Pflanzen beschränken? Es gibt schlimmere Orte auf der Welt. Die Todeslichthöhlen. Die tragen ihren Namen zurecht. Oh hey, Clowninchen. Beschäftigt mit Clowninchen-Dingen. Da ist das Valley. Es muss neu gestartet werden. Damit müsste das Frühwarnsystem wieder funktionieren. Okay, das war's. Jetzt musst du die Sensoren manuell überprüfen. Der erste ist ganz in der Nähe. Nimm lieber ein paar Vorräte mit. Nützlich sein. Warte, vergiss den Sensor nicht. Die Position ist markiert. Du weißt schon, dass du wahrscheinlich gerade ein paar Baby-Kaninchen zu Vollweisen gemacht hast.
Das ist der erste Sensor. Du musst darauf zugreifen. Bleib in der Nähe, damit ich Gestalterenergie messen kann. Moment mal, da bewegt sich was. Sieht wie Skorpedone aus. Du musst in der Nähe des Sensors bleiben, damit ich Messwerte empfangen kann. Du musst näher an den Sensor ran. Messwerte kommen an. Was? Sie sind überwiegend normal. Überwiegend? Das ist ein Frühwarnsystem. Wenn es etwas erfasst. Ja, keine Anzeichen für Gestalterenergie. Auf zum nächsten Sensor. Oh, vor dir ist ein Wasserfall, falls du deinen Anzug abkühlen willst. Wenn es mal brenzlig wird. Du näherst dich dem nächsten Sensor. Überprüf das mal für mich, okay? Warte dort, bis ich Messwerte habe. Immerhin keine Spur von Skorpedonen. Die sind heute aggressiv. Was ist hier los? Wieso hauen die Vögel alle ab? Ich arbeite dran. Ich habe Messwerte. Nicht gut. Mögliche Gestalterenergie entdeckt. Auf zum nächsten Sensor. Wir können das eingrenzen. Die Vögel hatten vielleicht die richtige Idee. Sich seltsam. Die Temperaturen schwanken. Wir sollten weg hier. Owen, wie schlimm könnte das hier werden? Du warst doch im Herz des Zorns, oder nicht? Keine gute Erinnerung. Siehst du die Ruinen? Man erzählt sich, dass ein Gestalterrelikt die Schwerkraft einen Tag lang umgekehrt hat. Aha. Naja, nicht solange ich Schicht habe.
Der letzte Sensor ist in der Nähe. Von Wyvern umkreist. Ich sehe sie, diese Feuerspucker. Wir brauchen immer noch eine Messung. Halt, halt, halt! Halt durch! Ein bisschen Hitze hält dein Javelin aus. Kurz jedenfalls. Und dann? Was siehst du dann? Gib mir kurz Zeit für eine Messung. Aufgepasst! Du hast noch mehr Wyvern am Hals. Heute haben auch echt alle miese Laune. Das könnte ihr Brutgebiet sein. Das sollte für den großen Klauninchenkeller doch kein Problem sein. Warum können die Dinger fliegen und Feuer spucken? Das ist unfair. Ist halt die Brut von einem fiesen Gestalter belegt. Die Welt ist ein verrückter Zoo. Die Gestalter hatten jede Menge Tricks auf Lager. Hast du aber auch. Nutze dein gesamtes Arsenal. Hartnäckig sind sie, das muss man ihnen lassen. Ärgert man einen Wyvern, stirbt einer von beiden. Oder wird gegrillt. Oh Mist. Was? Die Gestalterenergie liegt außerhalb der Skala. Irgendwo hier ist ein instabiles Relikt. Ein ganz übles. Ich habe eine ungefähre Position. Schon dabei. Du musst unter Wasser gehen. Die wasserdichte Versiegelung hält. Soll ich noch mehr Freelancer rufen? Keine Zeit. Wir können nicht riskieren, dass es schlimmer wird. Gestalter-Ruinen. Wir sind auf der richtigen Spur. Scheint, als müssten wir das mit Echos öffnen. Mit sowas hatte ich schon mal zu tun. Sieh dich nach schwebenden Lichtern um. Das sind die Echos. Schnapp sie dir und bring sie zur Tür. Dein Javelin kann 3 gleichzeitig tragen.
Das ist es. Ein Fragment der Hymnenenergie ist auf Abwege geraten. Es funktioniert. Obwohl dir nur ein Arkanist sagen kann, warum. Du brauchst noch mehr Echos. Allmählich hast du den Deal raus. Du brauchst noch mehr. Anzug kann nur drei gleichzeitig tragen. Bring die hier zur Tür. Das sollte reichen. Sehen wir mal, ob das die Tür öffnet. Aha! Es hat geklappt. Wir sind drin. Das ist selbst für eine Gestalterruine beeindruckend. Wozu dient das hier? Um einen Berg aufzufalten? Ein Heer aufzuheben? Irgendeine neue Monstrosität ins Leben zu rufen? Es muss einen Grund für all das hier geben. Das ist das Rätsel unserer Welt. Und dieses erwacht gerade. Ich empfange starke Energie von weiter drinnen. Sieht schmerzhaft aus. Diese Ruine gibt's in kein... Vorsicht! Wenn du zu viel davon kassierst, wirst du überladen. Ich versuche einen Neustart. Halt durch! Oh, gut. Ist nur Wasser. Owen! Kontrolle wiederhergestellt. Du bist wieder im Spiel. Da oben ist das Relikt. Ganz schön groß. Du musst es eindämmen. Wo fange ich an? Einige Echos haben sich gelöst. Finde sie und bring sie wieder an ihren Platz. Wie es läuft. Du brauchst noch mehr. Was macht das Relikt? Kann ich nicht sagen, aber die Energieansammlung wächst. Etwas bildet sich da drin. Und was genau? Alles ist möglich. Sieh dir die Wasserfälle an. Sie fließen rückwärts. Es ist gerade dort. Es funktioniert. Hol weiter Echos ran und wir bringen die Energieblase zum Platzen.
vor. Die Hymne wird hier drin nutzbar gemacht. Pure Schöpfung. Die Erschaffung von etwas völlig Neuem. Neu und gefährlich. Daran sind die Gestalter schuld. Es ist trotzdem umwerfend. Keine Zeit für eine Besichtigung. Such nach Echos. Du solltest etwas Gas geben. Das hier könnte schnell hässlich werden. Thank you.
Du hast es geschafft. Das sollte es sein, denn... Es ist auseinandergeflogen. Okay. Verdammt. Es geht los. Du hast Gesellschaft. Ja, ich arbeite noch dran. Die Gestalterenergie steigt immer noch an. Das ist nur das Aufwärmprogramm für ein Kataklysm. Fühlt sich nicht nach Aufwärmprogramm an. Ich hab doch gesagt, es ist alles möglich. Aber du musst da durch, Partnerin. Sonst wird es noch viel schlimmer. Alles gesichert, oh. Gut, ich glaube, wir können es noch aufhalten. Die Reliktfragmente, die rausgeflogen sind. Schnapp sie dir und setz sie wieder zusammen. Ah, zusätzlicher Spaßfaktor. Es ist noch mehr Gesellschaft unterwegs. Ich hab eins. Bring es jetzt rüber an seinen Platz. Das Fragment ist drin. Jetzt die anderen. Mach so weiter und du überlebst das Ganze. Ist wahrscheinlich. Bleib flexibel, immer in Bewegung bleiben. Dessen Eingeweide umgestülpt wurden. Das nennst du Glück? Für den war es wenigstens endgültig vorbei. Langsam nervt's. Wie immer. Unlösbare Rätsel, die nur für Gestalter Sinn machen. Nein, Eis blockiert hier alles. Rennt die Zeit davon, dem ist ein. Versuche ich ja. Ihm hat das keiner gesagt. Ein los, Hicks. Es klappt nicht. Oh, leg dich ins Zeug. Ich hab's. Wenigstens habe ich jetzt eine neue Geschichte. Damals, als ein riesiger Ursix aus einem Relikt kam und dich fast verschlungen hat. Ja, ein zeitloser Klassiker. Damit ist der Auftrag wohl erfüllt. Zurück nach Fort Tarsis. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs.
Da sind wir. Zurück in Fort Tarsis. Der letzte Halt an der Grenze vom Bastion. Na, wenn das nicht mein Lieblingsfreelancer ist. Ich hörte, du warst fleißig. Du weißt ja, wie das ist, Zoe. Ein weiterer Tag, eine weitere Katastrophe verhindert. Was hast du diesmal gemacht? Nichts. Meiner Rüstung geht's gut. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Willkommen zu Hause. Du solltest bei meinem Verstärker in der Enklave vorbeikommen. Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Im Gegenteil. Macht Spaß. Komm einfach vorbei. Hat sie es zurückgeschafft? Gerade noch. Die Ska haben heftig zugeschlagen. Großer Auftrag, ja? Nicht übel. Eine Arkanistensache. Gut, gut. Wir müssen... Da! Siehst du, was ich meine? Du hast es gemerkt, oder? So ein Wobbeln. Da wobbelt was, oder? Alle Werte liegen im Toleranzbereich. Wenn du nur einmal im Leben deine Zahlen vergessen könntest, hier läuft was schief. Die Verbindung ist etwas wackelig. Wie quantifiziert man wackelig? Man kann das nicht quantifizieren. Oder messen oder zählen, das geht nicht. Es ist ein Gefühl. Alles okay, Heon? Naja, bei der letzten Mission hat sich der Kryptastuhl ein paar Mal ziemlich merkwürdig verhalten. Alle Werte liegen im Toleranzbereich. Okay, wie du meinst, aber wenn du es ignorierst und es geht was schief, dann... Ich hole einen Arkanisten. Er soll eine Inspektion durchführen. Dem Stuhl fehlt gar nichts, oder? Nein. Warum musst du immer Ärger machen? Was meinst du damit? Ich habe ja einen Gefallen getan. Hast du eine Ahnung, wie stupide das Leben als Fortkrypter ist? Nie arbeitet sie mit Freelancern. Niemals sieht sie die Welt mit den Augen von Javelin-Piloten. Nein, 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 nein. Weißt du, was sie macht? Sie übermittelt amtliche Mitteilungen von früh bis spät an Krypter in der Hauptstadt. Tag ein, Tag aus, ihr Leben lang. Manche mögen es so. Nicht jeder taugt zum Freelancer. Den Spruch kenne ich. Aber du musst zugeben, mit Partner wäre die letzte Mission besser gelaufen. Owen, kann ich dir helfen? Was meinst du damit? Du hast mir eine Nachricht geschickt, komm zur Schmiede. Ich hab gar keine. Warum sollte ich mich hier treffen wollen? Irgendetwas stimmt nicht. Ich muss Sie sprechen. Mein Name ist Tessin. Reisen Sie immer mit Eskorte? Nicht immer, aber Sentinels sind nützlich. Naja, immerhin ein starker Auftritt. Ich habe einen Job für Sie, Freelancer. Vor einem Job wüsste ich gern, für wen ich arbeite. Wirklich? Wie ich höre, nehmt ihr zwei zurzeit so ungefähr jeden Job an. Um was geht's? Ein Arkanist ist verschwunden. Ich denke, die hocken nur rum und erforschen Gestalterrelikte. Matthias Sumner forschte an Relikten in Ruinen nahe des Forts. Und sie sollen ihn finden und in Sicherheit bringen. Wenn er noch lebt.
Keiner weiß mehr über die Gefahr von Gestalter-Artefakten. Ich bin mir sicher, dieses Wissen und seine Kreativität helfen ihm, bis sie ihn finden. Und Freelancer? Würde sich rentieren. Owen, dann heißt es wohl wieder Freelancern. Für uns jedenfalls. Entschuldigung, darf ich? Ist doch spitze. Ich mach die Diagnosen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Hat mich gefreut. Wären wir, Freelancer. Bereit, dich hineinzustürzen? Ja, bin ich. Na, dann lass diese große, beängstigende Welt nicht warten. Unser Auftrag besteht darin, den Arkanisten Matthias aufzuspüren. Tessin hat uns die Position gegeben, an der er sie das letzte Mal kontaktiert hatte. Von Tessin zur Verfügung gestellten Koordinaten sind nah.
Ich empfange den Kurzwellenfunk des Lagers. Kaputte Ausrüstung von Akalisten. Und kein Matthias. Oh, warte mal. Hab da noch ein Signal. Gleiche Frequenz. Dann gibt es mehr als ein Lager. Folgen wir dem Signal. Für besseren Empfang müssen wir zum Ort, den ich auf der Karte markiert habe. Noch was, das ich wissen sollte? Abgesehen davon, dass sich Arkanisten dort draußen in Gefahr begeben? Über Matthias. Hochintelligent und leichtsinnig. Er genießt einen gewissen Ruf unter den Arkanisten. Kein Wunder. Wie man einen schlechten Ruf bekommt, steht im Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. Das Funksignal wird stärker. Matthias hat eindeutig mehr als ein Lager aufgebaut. Arkanisten lokalisiert. Sie sind tot. Und immer noch keine Spur von Matthias. Such nach allem, das uns bei der Suche helfen könnte. Signalgerät gefunden. Wir können es benutzen, um Matthias zu finden. Die Suche dauert zu lang und es ist zu still. Scar behindern die Suche. Unternimm etwas. Diese Plünderer versauen echt immer alles.